Hallo zusammen, ich habe hier eines der meistverkauften Kühlaggregate bei Wemo, das 12VIVBD35 Kupplungen mit dem Verdampfer 042, mache ich euch in der Endkartenvideo. Und das Aggregat ist zu teuer, gibt es da nicht was Günstiges, was Einfaches? Ich brauche ja keine Kupplungen. Und dann frage ich immer, ihr habt hier so einen Kühlraum, da müsst ihr durch die Wand durchfahren. Also das heißt, ich mache ein Loch in die Wand und fahre vom Kühlraum her in den Kühlschrank rein. Ich habe hier dann so eine Wand, hier einen Kühlraum simuliert, hier habe ich den kalten Teil, hier den warmen Teil. Und ein Kühlaggregat kann ja nicht kühlen, das kann nur Wärme entziehen. Und auf der Seite wird es dann weniger warm, durch das Kühl. Und dann muss ich diese Platte, die Wärme aufnimmt, hier drüben montieren. Ich muss durch ein Loch durchfahren mit der Leitung und auf der Seite, zum Beispiel in der Wachskiste, muss ich die Leitungen hier verbinden. Ja, jetzt wo kann man so ein Kühlaggregat sparen, dass es in der Produktion nicht so teuer ist? Ich nehme keinen Dampfer-Sekop-Kompressor, sondern ich nehme irgendwie einen chinesischen Nachbau, ein Wanbao oder sonst irgendwas. Ja, es ist aber nicht gespart, wer günstig kauft, wird es teuer bezahlen, gibt so einen Spruch. Es gibt noch andere Kompressoren wie Wanbao, es gibt Colcol, LG und so weiter. Die haben einfach nicht die Erfahrung, die Transportstabilität wie Sekop. Dann bleiben wir beim Kompressor, der gut ist. Sehr gut ist. Ja, dann kann ich sparen bei diesem Wärmetauscher hier. Ja, er muss nicht belüftet sein. Lüfter kann ich auch sparen. Er ist dann auch leiser. Und dieser Wärmetauscher kommt weg. Also mache ich dieses Aggregat mal auf die Seite und ich mache ein Aggregat mit einem Drahtrohrverflüssiger. Das ist ein Drahtrohrverflüssiger. Das ist einfach eine Rohrschlange zusammengehängt und hier könnte ich zum Beispiel jetzt einen Lüfter reinschieben. Aber es braucht das nicht, weil ich habe das sowieso gut belüftet und die einen hängen dann noch Zusatzlüfter dran und so weiter. Das ist alles nicht im Preis inklusive, sondern das ist ein Aggregat, es funktioniert. Ich stelle das mal ein bisschen auf die Seite und hier habe ich ja diese Kupplungen, dass ich durch diese Wand durchfahren kann. Ja, ich brauche das gar nicht. Also Kupplungen hier und hier brauche ich auch nicht. Ich habe jetzt hier den Verdampfer direkt angeschlossen. Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, ich fahre zum Deckel rein und mache dann Ausschnitt. Gibt's, ist überhaupt kein Problem. Oder ich mache so einen Schlitz in die Wand. Den kann ich ja nachher wieder zuschäumen. Und hier kann ich zum Beispiel mit dieser Verdampferplatte, die kann ich dann so biegen, durchschieben, ich kann so auch ganz abdrehen und so kann ich die Verdampferplatte hier durchschieben und kann dann die hier zum Beispiel montieren oder ich kann die sogar noch weiter rausziehen und hier direkt vors Loch schieben, dann sehe ich auch das Loch nicht mehr. Also das heißt dann im Prinzip so, ich muss es rausnehmen und weiter biegen. Und so habe ich ein günstiges Kühlaggregat, ist ein Sekop-Kompressor, ein statischer Kondensator, ich habe auch 1,5 Meter Leitung, ich habe hier eine kleine Platte, reicht bis 50, 80 Liter Volumen. Ja. Ein ganz einfaches Kühlaggregat, beste verbundene Leitung. Ja, da kommt dann auch der mechanische Thermostat dran. Anschluss ist genau gleich. Ja, das ist ein günstiges Kühlaggregat. Ich mache euch einen Link vom anderen, was ich beschrieben habe. Und hier unten einen Link, wie ich hier den Thermostat anschließe. Beziehungsweise ein Digitalthermostat. Wenn das Aggregat zu teuer ist, müsst ihr nicht noch ein Digitalthermostat verbauen.
Ich wünsche euch einen schönen Tag.